Das Robert-Bosch-Krankenhaus hat, wenn man alle Betten zusammenzählt, 1041 Betten. Wir haben 3000 Mitarbeiter. Wir betreuen etwa 44.000 stationäre Patienten. Wir sind im Bereich der Telemedizin seit 2003 tätig, zunächst im Rahmen von Forschungsprojekten. Jetzt sind wir in der Regelversorgung. Im Regelfall betreuen wir Patienten mit chronischen Erkrankungen. Die Lösungen von Philips unterstützen uns dahingehend, dass wir unsere Expertise eben nicht nur den stationären Patienten anbieten können, sondern weit darüber hinaus. Damit ist Telemedizin eine der wesentlichen Stützen, auch morgen eine gute Gesundheitsversorgung aufrechtzuerhalten. Telemedizin ist einfach eine Art der Betreuung, wo die Menschen zu Hause leben, bestimmte Geräte zur Verfügung haben und die Patientinnen und Patienten erfassen dann täglich ihre Vitalparameter. Ebenso werden dann Symptomfragebögen zum Krankheitsbild beantwortet. Diese Daten kommen dann zu uns ins telemedizinische Zentrum. Wir schauen uns die Daten an, die Fachkräfte bewerten dies. Ebenso ist es auch super, dass wir natürlich Flex oder Alarme bekommen bei Verschlechterung. Das ist ein ganz wichtiger Part. Und wenn wir dann entsprechend sehen, da hat sich irgendetwas verändert oder verschlechtert, dann nehmen wir zu den Patientinnen und Patienten Kontakt auf. Wir bauen auf jeden Fall eine persönliche Beziehung auf und es gibt doch viel Sicherheit und, denke ich, auch ein Stück weit Lebensqualität. Ich glaube, da gibt es schon viel Evidenz zu, also sei es in Herzinsuffizienz, sei es zu der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, COPD, das Coaching, was bringt, weil Lebensstilveränderung, das ist ja ein Thema, was sehr individuell ist, das ist ein langanhaltender Prozess, bis man das schafft und da überhaupt ansetzen zu können, und das ist halt die Stärke von diesem Telemonitoring und dem Telecare, das sehe ich als großen Erfolg an, weil das ist ja letztendlich das, was den Menschen ja auch hilft. Aus meiner Perspektive ist es total wichtig, dass man einen Technologiepartner hat, der sowohl die Geräte als auch die Software kann. Und das Weitere ist, denke ich, dass man Prozesse zusammen entwickelt. Und da ist Philips natürlich ein sehr spannender Partner, weil die ein unheimliches Erfahrungsspektrum mitbringen, gemeinsam Prozesse anzugehen und Workflows zu entwickeln.